Hallo Reiterkollegen, ich freue mich, euch wieder auf unserem YouTube-Kanal der Riding Academy bei Wolfgang Ruß begrüßen zu dürfen, heute mit dem Thema Rückwärtsrichten. Was sehen wir heute in diesem Video? Wir sehen Rückwärtsrichten daraus anreiten, wir sehen auch Rückwärtsrichten an der Hand, wie wir es erlernen können, dem Pferd es beibringen können, dann unter dem Sattel mit Entlasten, vorgeneigt Reiterfehler, die wir leider sehr oft sehen, dann auch das Nicht-Diagonale, was bedeutet das? Dann ein links schiefes Pferd, was ist ein rechts schiefes Pferd? Wie korrigiert man diese Schiefe? Auch das sehen wir. Und dann auch noch die Tendenz zum Vorwärtsreiten. Hilfen beim Rückwärtsrichten werden wir ebenfalls sehen. Nun zum fast idealen Rückwärtsrichten. Warum nur fast? Betrachten wir das nun in Zeitlupe. Wir sehen hier das Pferd, ich nehme die Beine zurück, die Hilfengebung kommt später. Hier ist wichtig die Vorwärtstendenz im Hals und achtet auf die Bretter hinter mir, dann seht ihr, das Pferd steht am Boden und neigt sich nach hinten. Es lehnt sich wirklich zurück. Der Hals bleibt jedoch ganz gleich lang. Das ist ganz wichtig. Seht euch dieses Bild an, bevor das Pferd überhaupt weggeht. Der Hals ist lang. Nun fast ideal, weil das Pferd rechts vorne, Schokofuß, hier nicht ganz diagonal den ersten tritt. Der zweite ist diagonal, auf das Zählen kommen wir später auch nochmal. Dann ist der dritte Tritt, immer vom Abfußen bis zum Auffußen. Der vierte Tritt, wieder diagonal. Die Haltung ist immer noch gleich. Das Pferd ist gedehnt, setzt sich hinten. Was heißt setzt sich hinten? Das Pferd ist hinten tief. Auch darauf ganz wichtig achten, wenn wir höhere Lektionen reiten, in höheren Klassen, muss sich das Pferd setzen. Nächste Diagonale und nun stellt sich Schoko vorne schön dazu und schließt hinten mit dem letzten ab. Ganz wichtig, hier steht er nun wiederum mit einer ordentlichen Anlehnung. Ich kann vorne loslassen, er dehnt sich an die Hand und so sollte das Pferd dann auch wieder zufrieden stehen. Also beim fast idealen, weil er den ersten Tritt nicht ganz diagonal gemacht hat, auch darauf kommen wir nochmal zum Sprechen. So sollte es aussehen. Sehen wir uns das nochmal an in Originalzeit. Jetzt könnt ihr schon mehr erkennen. Die Diagonale, gute Haltung, Dehnung und der Abschluss. Wie können wir das unseren Pferden lernen? Sehen wir uns das mal an der Hand an. Ich zeige euch nun eine Möglichkeit, wie wir den Pferden lernen können, rückwärts zu gehen. Das heißt, wenn sich die Pferde am Anfang noch etwas dagegen sperren, das Vertrauen noch nicht da ist, denn die Pferde müssen ja nach hinten wohin gehen, wo sie nicht sehen. Darum ist es eine extreme Vertrauenssache. Hierzu können wir vor dem Reiten, Zügel haben wir da schon oben oder auch noch herunten, wie ihr möchtet. Und in dem Moment haben wir die Möglichkeit, das Pferd mit der Gerte zu touchieren. Ich touchiere jetzt auf das Vorderbein, das weiter vorne steht, damit das Pferd beginnt abzufußen und rückwärts zu gehen. Hier können wir hier touchieren und wir sehen aber, so wie bei Schoko, er hebt eher die Beine auf. Das kennt er auch durch die Handarbeit, die wir zum Piaffieren brauchen. Ich zeige euch nun eine zweite Möglichkeit. Hier müsst ihr mit euren Pferden arbeiten und darauf achten, wo reagieren die Pferde am besten. Das heißt, noch einmal, ich touchiere zuerst mal aufs Bein und jetzt oben auf der Brust. Und ihr seht, er geht fleißig rückwärts. Ganz wichtig, auch wieder die Diagonale. Würde ich hier den Fehler machen, wie beim Reiten auch, und ich würde hier ziehen, dagegen sperren, jetzt weiß er es natürlich, aber ihr seht, er wird sofort nicht mehr ganz so gleich diagonal fußen, wie wir es zuerst gesehen haben. Nun betrachten wir einen ganz wichtigen Satz beim Rückwärtsrichten, nämlich Rückwärtsrichten muss mit Vorwärtstendenz geritten werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, genauso wie beim normalen Reiten, reiten wir immer die Pferde auf die Wade, aktiv mit dem Hinterbein unter den Körper, das Kreuz reitet weiter, das Pferd dehnt sich an die Hand nach vorne. Und das nennen wir die Vorwärtstendenz, sprich, das Pferd muss sich aus dem Widerrist nach vorne dehnen, in die Anlehnung, an die Hand heran. Junge Pferde dürfen mit einer etwas tieferen Einstellung gehen, ausgebildete Pferde sollen dann höher sein im Hals, sprich, die jüngeren Pferde wie in der Klasse A-Haltung und die anderen dann im Versammelten, in der versammelten Haltung, sprich, mit etwas mehr Aufrichtung. Diese Tendenz nach vorne erreichen wir mit der Hilfengebung genauso wie beim Reiten normal. Ich zeige euch dies nun. Und zwar geht es hierbei darum, dass wir das Pferd, wenn wir mit der Wade den Druck machen, im Hinterbein aktiv haben, sprich wieder Beugekette, Streckerkette, ihr seht sofort, er geht runter. Jetzt möchte ich, dass diese Dehnung nach vorne bleibt. Und diese Dehnung nach vorne ist genau die
Aktivierung der Beugerkette. Jetzt mache ich Bein. Wenn ich hier Bein und Kreuz mache, dann hebt er sich leicht an. Darf er auch und soll er auch. Das Pferd soll sich ja hinten setzen. Wichtig dabei, vorne wieder das Lockern. Auch das kennen wir bereits aus den Videos. Und nun nehme ich das Bein nach hinten und zwar so weit, wie das Pferd reagiert. Die Beine hinten bedeuten, ich lege das Bein immer entsprechend dem Pferd nach hinten. Es gibt Pferde, die reagieren hier, dann gibt es Pferde, die reagieren erst so weit hinten. Es bringt euch nichts, wenn ihr die Beine da hinten rauflegt. Also so wollen wir es nicht sehen. Ihr sitzt immer noch aufrecht, ihr habt immer noch die Hände schön dran. Verbindung, wieder unsere Seitenwand nach vorne, das kennen wir auch aus den Videos. Und hier machen wir jetzt Folgendes, wir legen beide Beine nach hinten. Das ist einerseits für die Pferde eine Konditionierung. Gehen die Beine nach hinten, ist es rückwärtsrichtend oder rückwärtswirkend. Und das Zweite ist dann auch, ich kann das Pferd mit dem Hinterbein besser auf der Linie halten, wenn ich beide Beine hinten habe. Nun kommt mit der Wade der Druck. Das Pferd hat gelernt, auf die Wade abzufußen. Im Normalfall würde das Pferd beim Vorwärtsanreiten, wenn ich das Bein vorne habe, einen Schritt nach vorne machen, ich reite mit dem Kreuz mit, erlaube es mit der Hand, das Pferd kann weggehen. Beim Rückwärtsrichten, der grobe Unterschied zum Vorwärtsreiten, nicht grob bezogen auf Reiten, sondern der starke Unterschied, ist, das Bein ist hinten. Nun mache ich mit der Wade den Druck, ihr seht, er kippt auch wieder ab, ich kann den Zügel etwas kürzer nehmen, beide Beine sind hinten, jetzt sitze ich gerade drauf. Nun kommt mit dem Kreuz ein leichtes Vorreiten, das Bein macht Druck und ich fange am Zügel ab. Abfangen. Der Druck mit der Wade lässt ihn rückwärts richten. Egal wie viele Tritte ich hier reite, jetzt lege ich das Bein vor, er bleibt stehen und ich kann es nach vorne korrigieren. So habe ich das Pferd immer mit einer Tendenz nach vorne. Fehler, krasser Fehler, macht das ja nicht. Wenn die Pferde nicht zurückgehen, ich habe euch zu Beginn die Übung gezeigt mit dem Touchieren vorne, wenn ein Pferd nicht zurückgeht, dann unterstützt das Pferd von hier oben auch mit der Gerte auf die Schulter. Das haben wir vorher geübt. Ihr seht, ich lege die Gerte nur an und er geht zurück. Natürlich jetzt ein bisschen mit Abwehr, Hals oben, da kann ich dann mehr lockern, aber das Pferd geht von alleine zurück. Ganz, ganz wichtig. Der grobe Fehler beim Rückwärtsrichten ist, wenn Pferde nicht zurückgehen, Reiter beginnen entweder mit Oberkörper hinten zu ziehen oder auch mit Oberkörper vorne zu ziehen. Wenn ich, er weiß jetzt genau, worum es geht und geht schon zurück, wenn ich hier anziehe, habe ich einen Widerstand. Diesen Widerstand nach hinten gezogen, das ist ein Riesenfehler. So ein Rückwärtsrichten ist falsch. Ganz, ganz wichtig. Die Pferde müssen auf die Wade, auf den Druck der Wade nach hinten aktiv abfußen. Das heißt, auf die Wade fußt das Pferd ab, dadurch, dass sie sich vorne abstoßen, weil ich ja die Faust schließe, also noch einmal ganz korrekt wiederholt, der Unterschenkel geht leicht nach hinten, erster Schritt. Zweiter Schritt, wenn ich eine Aktivität auf die Wade habe, das heißt, ich nehme jetzt den Zügel nur in eine Hand, Gerte auch dazu zum Erklären, ich lege den Unterschenkel leicht nach hinten, reite mit dem Kreuz, wenn ich auf die Wade eine Aktivität habe. Und das ist das Allerwichtigste. Ihr braucht eine Aktivität auf die Wade. Wenn ich hier den Druck mache, erstens kippt er ab, kaut. Jetzt habe ich die Zügel in einer Hand, lockere nur leicht ab. Nun kommt das Kreuz dazu und ein Abfangen am Zügel. Und solange ich mit der Wade den Impuls gebe, geht das Pferd nach hinten. Und da kann ich ihn auch loben. Und jetzt wieder Stopp. Leichte Korrektur nach vorne. Und so können eure Pferde immer korrekt rückwärts gehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn das Pferd dann offen steht, immer die Korrektur nach vorne. Wie zählen wir Rückwärtsrichten? Das erkläre ich euch auch. Rückwärtsrichten ist eine Diagonale. Darum zählen wir auch die Diagonale. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Hier steht Schoko sehr stark mit dem linken Hinterbein drunter, darum muss ich auch nach vorne korrigieren, da kann er gar nicht so drunter treten, darum die Schritte nach vorne und in dem Moment kann er sich geschlossen hinstellen und so soll er stehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Rückwärtsrichten und Halten und daraus Anreiten. Hier haben wir die Tritte nach hinten und der Abschluss ist jedoch der Schritt nach vorne. Sehen wir uns diesen Unterschied mal in Zeitlupe an. Hier wieder die Diagonale. 1, vom Abfußen bis zum Auffußen. 2, 3, 4, 5 und nun
sehen wir, wenn wir genau sehen, Schoko hätte rechts vorne, links hinten abgefußt, beginnt links hinten mit dem Schritt, links vorne, rechts hinten, rechts vorne. Darum daraus anreiten. Hier dürfen die Pferde nicht mehr geschlossen stehen. Nun rückwärts richten mit großem Abschluss. Wiederum dieses nach vorne, 2, 3, 4, 5. Hier steht er offen, wieder nach vorne. Und hier steht er hinten leicht offen, vorne schön geschlossen. Wir haben auch die Möglichkeit, bei jungen Pferden mit dem Oberkörper leicht vor der Senkrechten nach vorne entlastend rückwärts zu richten. Hier sehen wir dann jedoch, dass Schoko mit der Gruppe hoch ist und auch vorne sehr instabil ist, sehr viel wackelt. Das ist natürlich dann der Nachteil, aber zum Lernen gut. Hier sehen wir nun die Fehler. Hier ist ein nicht diagonales Zurücktreten, auch mit starkem Widerstand im Maul. Sehen wir uns das in Zeitlupe an, damit wir auch hier wissen, worum es geht. Nicht diagonal bedeutet, hier ist das erste Bein, drei sind am Boden. Somit ist es nicht diagonal. Hier ist die Diagonale der zweite Tritt. Nun achte genau drauf. Hier ist das rechte Vorderbein gerade im Abfuß, das linke ist schon hinten. Das rechte ist hoch, drei am Boden. Hier auch wiederum rechts hinten in der Luft. Also wieder ein Bein in der Luft, drei am Boden. Dann ist die Diagonale nicht gegeben. Wenn ihr so etwas seht, wundert euch nicht, wenn die Pferde brav zurückgehen, aber ihr eine schlechte Note habt oder jemand sagt, das ist nicht richtig, denn hier ist das Problem, dass die Pferde nicht diagonal sind. Ein weiterer Fehler ist das nach links schief. Hier ist immer in Blickrichtung Pferd bzw. Reiter. Betrachten wir das in Zeitlupe. Links schief bedeutet, die Hinterhand nimmt die Last nicht auf, der Reiter zieht mit der Hand und dadurch weicht das Pferd nach links aus. Ich mache es hier absichtlich, ist natürlich sehr stark übertrieben. Jedoch sehen wir sehr gut, die Hinterhand steht seitlich. Das Pferd kann mit dem Hinterbein gar nicht unterm Schwerpunkt die Last aufnehmen. Das gleiche nach rechts, wie gesagt, immer im Blick Richtung Reiterpferd. Ich muss hier schon sehr stark arbeiten, dass er schief wird, auch wiederum in Zeitlupe. Das Pferd geht zurück und weicht mit dem rechten Hinterbein seitlich aus. Ich mache es hier natürlich absichtlich, ihr seht es an meinem linken Bein, damit ihr ein Bild im Kopf habt, das wäre dann das rechts schiefe Pferd. Jetzt kommt er mit der Gruppe rüber. Wenn wir von vorne hinsehen, sehen wir dann das rechte Hinterbein. Das immer betrachten, Pferde müssen gerade zurückgehen. Wie korrigieren wir das nun? Es geht hier um die gerade Richtung. Wir müssen das Pferd, wenn es mit der Hinterhand nach rechts ausweicht, mit der Hinterhand fixieren und mit der Vorhand auf die Nachhand einstellen. Das betrachten wir dann auch bei der gerade Richtung, sind die nächsten Videos. In Zeitlupe sieht das so aus. Das Pferd geht nach hinten, wir rahmen das Pferd ein und nun, egal wie weit das Pferd nach rechts weg geht, wir fixieren das Hinterbein auf der Linie und führen die Vorhand auf die Nachhand. Da stellt ihr euch so vor, als ob ihr nach vorne eine Volte reiten würdet. Ihr wendet die Vorhand nach vorne rechts. Dadurch geht das Pferd dann gerade zurück und darum geht es. Dann macht ihr noch zwei, drei Tritte auf gerader Linie und so lernt das Pferd, gerade rückwärts zu gehen. Also niemals die Hinterbeine korrigieren, denn sonst würde das Pferd immer ausweichen. Ziel der Ausbildung ist, dass das Pferd hinten schmal treten lernt und das kann es am besten mit einer Vorwärtstendenz im Rückwärts richten. Sehen wir uns das nun an. Diese Tendenz nach vorne erreiten wir immer dadurch, dass wir uns genauso wie beim Vorwärts-Abwärts-Reiten darauf konzentrieren, was die Wade, das Kreuz macht, dass wir den Zug nach vorne kriegen. Wenn wir rückwärts richten, wir legen das Bein nach hinten und das Pferd geht so wie Schoko jetzt nach oben, dann arbeiten wir mit dem Kreuz leicht nach vorne, dass wir hier den Zug nach vorne während dem Rückwärtsrichten den Zug aus dem Widerrist. Hier muss sich das Pferd so vorne runterdehnen. Das ist wichtig. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jetzt zuseht, beobachten, wenn ich hier den Druck mache, ich sitze aufrecht im Sattel, lockere leicht, Bein dran, jetzt kommt der Druck, Druck, lockern und während ich rückwärts richte, reite ich mir das Pferd nach vorne an die Hand und das Pferd kann ausweichen. Und das ist die Dehnung nach vorne. Ihr habt gesehen, während dem Rückwärtsrichten ist er vorne runtergegangen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen Einblick geben in das Thema Rückwärtsrichten, wie man das Rückwärtsrichten sieht, die Diagonale, wie man zählt, welche Haltung, wie man etwas korrigiert, auch die Fehler. Ganz ein wichtiges Thema, da es natürlich eine sehr gute Gymnastik für die Pferde ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch,
Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt so mitlernen. Leitet die Videos gerne weiter. Ich freue mich, wenn die Abonnenten mehr werden und wenn ihr mit den Videos lernen könnt. Ich freue mich auch wieder auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.